Hallo, hier kommt eine Aufgabe zum Zylindervolumen. Hier habe ich rein zufällig mal die Formel stehen für das Volumen eines Zylinders. Und wir möchten jetzt wissen, wie groß die Höhe eines Zylinders ist, dessen Volumen gleich 1 Liter ist und dessen Radius gleich 5 cm ist. So, wie können wir das machen? Wir müssen diese Formel hier, die am besten umstellen nach h. Das geht, indem wir also hier durch. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.